Wir kommen zu Massiv Kreativ. Wir sind heute zu Gast im Prenzlauer Berg in Berlin im Open Innovation Space. Das ist ein Innovationslabor, was ins Leben gerufen wurde von der Otto Bock Health GmbH. Und bei mir ist jetzt Herr Dr. Michael Hasenpusch. Sie sind der Leiter des Open Innovation Space und auch Ingenieur bei Otto Bock. Und bevor wir gleich darüber sprechen, was dieses Innovationslabor macht, zunächst mal die Frage, in welchen Bereichen ist denn Otto Bock GmbH tätig? Otto Bock Healthcare GmbH, wie von Ihnen schon angesprochen, ist seit 1919 im Bereich der technischen Orthopädie tätig. Die Hauptgeschäftsfelder, heute als Business Units organisiert, beschäftigen sich mit der industriellen Herstellung von Komponenten für die Exoprothetik, also dort, wo Gliedmaßen verlustig gegangen sind, diese durch technische Lösungen zu ersetzen. Was sind die großen Herausforderungen, gerade im Hinblick auf die Megatrends, Digitalisierung, Demografiewandel? Mithilfe des Open Innovation Space und der Zusammenarbeit mit dem FabLab liegt die Konzentration, die Fokussierung auf schnellem Prototyping, Rapid Prototyping und additiven Fertigungsverfahren. Sie haben es schon gesagt, der Open Innovation Space wurde jetzt vor einem guten Jahr eröffnet. Mit welchem Ziel? Was genau hatten Sie vor Augen? Also vor Augen haben wir im Wesentlichen den Umgang mit der Maker-Szene. Wir wollen uns mit dem Schwerpunkt Rapid Prototyping und additiven Fertigungsverfahren hier anreichern, ergänzen, Anregungen holen, aber gleichzeitig auch ein Umfeld für unsere eigenen Entwicklungsingenieure schaffen in einem nicht regulierten Umfeld, nicht durch Dokumentation und Prozessorganisation bestimmten Arbeitsalltag schnell ihre Ideen umsetzen zu können und ihr zu Lösungen zu finden. Die Idee kommt ursprünglich aus den USA, weil man dort den Bürgern die Möglichkeit geben wollte, dass jeder seine Ideen realisieren konnte. Und das eben in gemeinschaftlichen Räumen, wo man auch Werkzeug und Maschinen gemeinschaftlich nutzen konnte, weil es ja auch nicht ganz günstig ist. Fräsen, Cutter, hochtechnisierte Computer, 3D-Drucker natürlich. Wie ist das jetzt hier in Berlin im Open Innovation Space? Welche Menschen, was sind das für Personen, die hier aufeinandertreffen? Unser erster, größter und wichtigster Kooperationspartner, Makea Industries, betreibt das FabLab, in dem wir uns hier gerade bewegen. Und in diesem Co-Working Space finden eben die unterschiedlichsten Fachrichtungen zusammen. Ob das Start-up-Unternehmer sind, Ingenieure, Designer, Architekten, Textilgestalter und üben den Austausch. Sie machen es ja jetzt erst seit einem Jahr. Dennoch, was bringen die Kreativen, Sie haben es gesagt, Designer, Architekten, hier an Kompetenzen und Fähigkeiten ein, die vielleicht ja auch ganz anders sind als die der Ingenieure? Also womit genau bereichern die ihren Bereich? Die ganzheitliche Sicht, das Denken außerhalb von Boxen, wie man so schön sagt, das wird hier wieder reanimiert, angeregt und daraus schöpfen wir. Stellen wir Kreativen vielleicht manchmal auch ungewöhnliche Fragen? Ja, natürlich. Wenn eine Anwendung, eine Indikation, eine Applikation Ihnen noch nie unter die Finger gekommen ist, dann gibt es ganz grundlagenbasierte Fragen dazu, die den Austausch und damit auch das Überdenken der Etablierten anregt und verändert oder gar zu direkt zu Lösungen führt. Welche Rahmenbedingungen braucht es denn, um so interdisziplinär arbeiten zu können? Es sind also nicht nur technologiebasierte Trainings und Workshops, die veranstaltet werden, sondern es wird die Community zusammengerufen, um einfach nur diesen Austausch, den regelmäßigen Austausch, die gegenseitige Inspiration und Anregung zu fördern. Wie offen können Sie denn hier tatsächlich arbeiten? Oder gibt es Vorgaben aus Duderstadt, aus Ihrer Firmenzentrale, woran genau geforscht und gearbeitet werden soll? Wie ist das? Die meisten Aktivitäten sind wirklich basierend auf Eigeninitiative derer, die sich hier einmieten und zusammenfinden,
Und damit ist die Schnittmenge zu den Produktgruppen von Otto Bock und Aktivitäten eingeschränkt. Ja, wir nehmen das Beispiel einer kosmetischen Armprothese. Eine junge Frau hat den Bedarf geschrieben, doch eine High-End-Leichtgewichtsprothese haben zu wollen, die nicht aus konfektionierten Passteilen besteht und damit ihrem ästhetischen Anspruch nur bedingt gerecht wird, sondern sie wollte wirklich eine individuelle Lösung. Und so ist hier beispielsweise in einer Kooperation zwischen einer Firma, die Ganzkörperscanner fertigt und vertreibt, eine Konturaufnahme der gesunden Gegenseite entstanden, die dann gespiegelt wurde mit Basis der Expertise der CAD-Leute hier im Zettler. Es ist ein Scan von dem Amputationsstumpf gemacht worden. Das wird am Rechner digital zusammengefügt. Und dann konnten die Oberflächen unterschiedlich designt gestaltet werden, um letztlich dieses ganz individuelle Produkt in Geometrie und Oberfläche mit additiven Fertigungsverfahren herzustellen. Sie engagieren sich auch im Bereich Paralympics, also sprich, Sie arbeiten mit Hochleistungssportlern zusammen? Seit 1988 stellen wir für die Paralympischen Spiele den technischen Service. Und das heißt, unabhängig von der Versorgung, ob Rollstuhl, Orthese, Prothese, unabhängig vom Hersteller dieses Hilfsmittels, leisten wir den technischen Support vor Ort. Wir befinden uns ja gerade so in einer Übergangsphase von der Industriegesellschaft zur Wissensgesellschaft, was auch postmaterielle Gesellschaft im Grunde ist. Also das Augenmerk lenkt sich stärker auf Ideen. Welchen Wert hat denn das Immaterielle? Also wie wichtig sind Ideen und wie wichtig ist es auch, ihre Ideen zu schützen? Also ich versuche jetzt ein bisschen weiterzudenken, gerade wenn man den 3D-Druck im Fokus hat. Da werden Plattformen entstehen oder entstehen schon Plattformen, wo eben dann die Modelle sich wiederfinden. Wie schützen Sie als Unternehmen Ihre Ideen? Das ist ja doch ein ganz wichtiges und nicht ganz ein kompliziertes Thema. Genau. Geistiges Eigentum ist ganz essentiell für den Unternehmenserfolg. Insofern halten wir also eine Vielzahl an Patenten, die wir nicht nur schützen, international schützen, sondern auch verteidigen bei Missbrauch. Ihre Frage ist nicht final für das Format Open Innovation Space abschließend zu beantworten. Einerseits wollen wir hier den offenen Austausch. Wir wollen auch die individuelle Zugänglichkeit zu den Resultaten. Dennoch brauchen wir ein Muster, nach dem kommerziell nutzbare Ideen dann auch tatsächlich schützbar sind. So, und dies ist nicht final definiert. Hiernach suchen wir noch, ist Teil des Geschäftsmodells, was es zu beschreiben gibt. Also auch noch ein offener und fließender Prozess. Absolut, absolut. Genau. Dies ist ein Pilot für uns und das wird auch noch eine Weile ein solcher bleiben.